Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. 2013 ist ihr Jahr. Nach dem grandiosen Erfolg auf dem grünen Fußballrasen sind sie jetzt die Stars auf dem roten Teppich. Bei der Premiere von Wembley Football's Coming Home am Montagabend in München standen sie im Rampenlicht. Denn die Dokumentation erzählt den Weg des FC Bayern zum historischen Champions League-Sieg, kommentiert aus der persönlichen Sicht von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Wir waren nah dabei, näher geht's fast nicht, als wir es waren. Und deswegen war es sehr, sehr emotional und so ist auch der Film natürlich. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass der Film gut ankommt. Ich glaube, dass es auch für Sie ganz interessant ist, mal einen anderen Film vielleicht zu sehen und wie man es sonst immer gewöhnt ist. Regisseur René Hiepen realisierte mit Wembley seinen ersten Kinofilm. Der frühere Sportmoderator kennt sich im Fußballgeschäft aus und erlebte die FC Bayern-Spieler über 20 Jahre lang aus der Sicht der Presse. Also mit den beiden Jungs, ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich kenne die Spieler seit der Jugend. Gerade mit Basti und Philipp verbindet mich sehr, sehr viel. Und das hat die Arbeit natürlich enorm erleichtert. Das hat riesengroßen Spaß gemacht. Sie waren sehr offen, ja, weil ich kein Journalist mehr bin, sondern einfach jemand, den man schon ein bisschen länger kennt. Und insofern waren wir dann auch in der Lage, das gemeinsam so aufzuarbeiten, dass es passt für den Film. Mit Wembley Football's Coming Home können nun die FC Bayern-Spieler und ihre Fans auf das Frühjahr 2013 zurückblicken, als der FCB als erster deutscher Club das Triple holte. Was Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm angeht, sind sie von nun an nicht mehr nur Fußballstars, sondern auch Filmstars.